Hallo, mein Name ist Dorota. Ich bin Aquarianerin, Molekularbiologin und Inhaberin eines Großhandels für Meerwasseraquaristik. In der heutigen Folge der Serie Reef Minerals werde ich über Mangan, seine Rolle im Aquarium und die Möglichkeiten der Supplementierung sprechen. Die empfohlenen Dosierungen finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Erfahrungen teilen möchten, steht Ihnen der Kommentarbereich zur Verfügung. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Mangan ist ein Element der siebten Gruppe des Periodensystems. Es kommt in der Erdkruste vor und seine Verbindungen haben viele Anwendungen. Es ist essentiell für die richtige Entwicklung von Meerestieren. Mangan ist wichtig für die Gesundheit und Färbung von Korallen. Es hilft bei biologischen Prozessen wie der Photosynthese und Redoxreaktionen. Korallen benötigen es für den richtigen Ablauf des Nährstoffaufnahmeprozesses. Ein zu geringer Mangangehalt im Meerwasser kann schädlich sein. Korallen wachsen nicht richtig, sie verlieren ihre rote Färbung. Solche Korallen wie Gonioporen oder Alveroporen hören auf zu polypen. Rote Montiporen verlieren ihre Farbe. Sie sind gute Indikatoren für den Mangananteil im Becken. Man kann sofort sehen, dass ihnen Mangan fehlt. Mangan erhöht die Toleranz von Korallen gegenüber thermischer Überhitzung. Es ist auch wichtig für den Nitrifikationszyklus, der den Erhalt organischer Verbindungen auf einem geeigneten Niveau im Aquarium gewährleistet. Eine zu hohe Mangankonzentration ist jedoch sehr gefährlich für Korallen. Eine Überdosierung von Mangan führt zu einer Algenblüte und zu einer Braunfärbung sowie zum Absterben der Korallen. Daher ist es wichtig, den Mangangehalt regelmäßig zu kontrollieren und ihn auf einem Niveau von 0,1 bis 3 Mikrogramm pro Liter zu halten. Ich empfehle, einen Wert von 2 Mikrogramm pro Liter aufrechtzuerhalten. Zur Kontrolle von Mangan empfehle ich die ICP-Analyse, die genaueste analytische Methode zur Analyse der Elementzusammensetzung von Meerwasser. Ich empfehle Ihnen die Smart ICP von Reef Factory. Mit den Ergebnissen in der Smart Reef App erhalten Sie eine Dosierungsanweisung für Reef Minerals MN, die Sie supplementieren sollten, um den Mangel an diesem Element auszugleichen. Wenn Sie seine Konzentration überschreiten, erhalten Sie auch Empfehlungen in der App für das weitere Vorgehen. Vor allem machen Sie einen Wasseraustauschzyklus, wie im Fall einer Überdosierung von anderen Elementen. Einst als schwierig geltende Korallen der Familien Goniopor und Alveropor-Polypen, heute wunderschön in Aquarien. Sie können Dutzende von farblichen Varianten dieser Korallen kaufen und Gärten ihrer Polypen erstellen. Die Pflege dieser schönen Korallen wurde durch die Überwachung des Mangangehalts im Wasser und die Supplementierung dieses Elements einfacher. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie diese in den Kommentaren unter dem Video. Ich werde auf jede Frage antworten und bei der Auswahl der besten Lösung helfen. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihr Engagement und das Teilen Ihrer Erfahrungen. Abonnieren Sie den Kanal, um keine weiteren Episoden der Reef Minerals Serie zu verpassen. Bis bald!